Und da ging's los. Alle Boote unterwegs, alle vier Mannschaften werden. Ja, auf der linken Seite dann die HC7 hin auf der Bahn 1, Bahn 2, dann die Bubulzer Bahn 3, das Jugendnationalteam und ganz rechts von der Brücke aus die Sternberger Patinett auf Bahn 4 und ein leichter Vorteil jetzt für die Bahn 3, kann ich glaube ich erkennen. Das ist das Jugendnationalteam, das müsste eigentlich weiter demonstrieren.